15 Minuten Standing Ovations. Die neue Produktion der Operette Balzers im Weißen Rössel begeisterte das Publikum im ausverkauften Gemeindesaal. Das ist für unsere Gemeinde ein Highlight. Das ist ein Aushängeschild Operette Föni Balzers. Und das ist natürlich toll, wenn es so gut läuft, weil der Verein geht da ein grosses Risiko ein, finanziell auch. Sie haben viele Sponsoren und öffentliche Hand unterstützen, aber sie brauchen auch Zuschauer, die Plätze kaufen und so das Ganze mitfinanzieren. Also ich hoffe, es geht auf, das Ganze. Und es hat ganz sicher noch Platz. Also wenn man sich noch interessiert dafür, kann man sicher noch einen Platz finden, um gelesen und schauen zu kommen. Ich kenne das eher, weil ich selber so gerne einmal 1973 bei einer Operettenbühne im Bub- oder Kinderchor mitgesungen habe und der Bruder der Dirigierer. Das ist eine Kindheitserinnerung. Das hat einmal in der Vaduzzer Operette gespielt und mein Nachbar ist so ein Sänger gewesen. Wir sind bei Ciao aufgewachsen und hat den Simbub und mich miteinander vor allem am Sonntagnachmittag mitgenommen. Und da hat es da irgendwo platziert und dort ist das Weiße Rössel gespielt worden. Und ich kann ehrlich sagen, noch heute, viel Jahrzehnte später, habe ich die Melodie noch im Jahr, also im Weißen Rössel am Wolfgang gesehen. So. Das ist wunderbar. Das ist meine erste Operette gesehen, darum genieße ich sie voller Züge heute. Ich bin sehr, fast euphorisch, wie toll, dass sie das machen, ja. Die Choreografie ist schön und zusammen mit der Musik und das Orchester ist auch super. Also es ist wirklich etwas, was ich empfehlen kann, die Operette. Macht Spass und ist sehr gute Unterhaltung. Wirklich toll. Ich glaube, ich habe wirklich mein Herz an das berühmteste Hotel von der Operettengeschichte verloren heute Abend. Das war einzigartig. Ich habe selber auch schon mitgespielt, allerdings nicht im Weißen Rössel, sondern im Gasparone. Bei der Soiree bin ich eingeladen, gewesen, wo sie hatten. Dort hat man schon den ersten Eindruck gehabt und ich finde es also wunderschön. Wenn die Leute auf der Bühne mitmachen, die Kulissen, alles wunderschöne. Auch Lieder, die man kennt, die man auch schon gehört hat. Aber das Weiße Rössel selber habe ich noch nie gehört. Ich kenne natürlich einzelne Lieder aus dem Stock aus, aber ich habe es noch nie live gesehen. Und von dem her ist es eine Premiere. Und wie wir heute gehört haben, ist so eine Uraufführung. Nämlich, dass man die Originalfassung hier im Balzer sehen darf. Und ich bin begeistert, das ist hervorragend. Grosses Kompliment an alle Beteiligten. Ich habe die Operette schon zweimal gesungen, das heisst, in Balzers als Ottilie und in Vaduz die Rösselwirtin. Macht mir sehr viel Spaß, hat mir immer schon Spaß gemacht, aber ich finde es heute wieder großartig. Ganz anders wie früher, aber so soll es ja sein, damit man auch die Jungen einladen kann und dass sie auch Freude haben. Ich bin sehr begeistert, ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Ich kenne das Weiße Rössel sehr gut, weil ich bei der letzten Produktion im Kinderchor mitgemacht habe, sogar. Ich muss sagen, Bewegung, Darsteller, alles drum und dran ist hervorragend gut. Wir haben viel gelacht heute Abend, ist definitiv. Und es ist unglaublich, wie viele Leute das da involviert sind. Zum Teil eben über 100 Personen, selbstverständlich auf der Bühne, aber alles in allem über 200 Personen, die da zwei Jahre darauf hergeschafft haben. Und man sieht, es ist einzigartig, es ist wirklich super. Die Musik an sich ist sehr speziell, ist sehr schön, jeder kennt die Lieder. Und von dem her, ich freue mich einfach so, wie es jetzt inszeniert ist. Ein bisschen eine moderne Art und es ist einfach einzigartig. Sehr schöne Kostüme, sehr schönes Bühnenbild, einfach toll. Musical finde ich auch schön und Operette finde ich auch schön, dort, dass auch geredet wird und dann aber auch gesungen wird. Jetzt nur singen, Opera, muss ehrlich sein, habe ich noch nie gesehen, aber ich finde die Operette wirklich immer schön, ist immer toll. Ich komme immer da gerne daher und bin dankbar, dass ich da eingeladen werde. Persönlich kann ich Operette sehr viel lieber, weil es ist ja doch mehr ein Singspiel und es ist leichter, es ist lustiger. Ja, die machen das ganz toll. Ja, wie wir früher mit Temperament und Freude. Ich kenne ja jeden Satz fast, ja, muss ich sagen. Also die Melodien sowieso, alles auswendig. Eine Operette lebt ein bisschen mehr von Geschichte, von Inszenierung. Es wird geredet, es wird gesungen und es hat auch ein bisschen Schalk drinnen. Also mir gefällt Operette generell besser als eine Oper. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ganz gerne Operette und Musical ein bisschen mehr Schwung. Jeder, der noch nicht ein Ticket hat, also ich tue es wärmstens ans Herz legen, um ein Ticket zu kaufen. Es ist ein einzigartiger Abend und für jeden Mann ist etwas dabei. Also mir hat es sehr gut gefallen. Die nächsten Aufführungen sind samstags und sonntags bis zu Dernier am 7. März.